So, herzlich willkommen bei Schlag den Rebel Teil 1. Ich beginne mit Majo und habe mich dazu entschlossen, gegen Majo FIFA zu spielen, weil er immer so lautstark behauptet, dass er der krasseste FIFA-Spieler sei. Und deshalb knüpfe ich mir den Majo jetzt mal vor. Was geht ab, meine Freunde? Ich bin's Majo. Breiter als der Tischler immer noch. Ich bin sogar schon breiter als zwei. Auf jeden Fall, wir sind hier gerade bei Schlag den Rebel und Casey hat mich herausgefordert zum FIFA-Spielen. Ja, damit das Ganze aber auch interessant ist, brauchen wir auch einen Wetteinsatz. So einfach so spielen, das ist, glaube ich, ein bisschen langweilig. Auch langweilig spiele. Deshalb der Wetteinsatz. Wenn ich gewinne, möchte ich, dass Majo ein Part macht über, also ein Rap-Part rappt über Beintraining. Ich möchte, wenn er diesen Part performt, dass er auch an der Beinpresse ist und seine Beine trainiert. Weil das wäre, glaube ich, mal ganz interessant, dass die Leute den Majo Beine trainieren sehen. Ich gehe den Deal ein, weil ich weiß, ich werde gewinnen. Ich bin stabiler FIFA-Spieler. Aber wenn der Casey auch wirklich verliert, was man eigentlich schon vor der Wette sagen kann, soll er über seinen alten Teamkameraden Mesut Özil rappen, der damals mit ihm in einer Mannschaft gespielt hat, ich glaube bei Rot-Weiß Essen oder irgendwie sowas. Und auf jeden Fall soll er darüber rappen. Ja, Özil ist Multimillionär, macht seine Kohle jetzt als Profifußballer und Casey ist halt Rapper geworden. Also der Wetteinsatz ist jetzt nicht gerade wenig, ne? Ich soll irgendwie einen Part rappen über Mesut und dass ich mit ihm zusammengespielt habe und dass er jetzt krass bei Arsenal Multimillionär ist und bla bla bla. Und ich in Anführungsstrichen nur Rapper bin, aber ich denke, das ist ein gerechter Wetteinsatz. Wenn Majo Beine trainieren soll, dann kann ich auch so einen scheiß Part bringen. Das mache ich mit links. Aber wer sagt, dass ich den Part bringe? Ich ziehe den Majo auf jeden Fall ab. Dann würde ich mal sagen, auf ein gutes Spiel, möge der Bessere gewinnen, also ich. So Majo, viel Glück, wirst du auf jeden Fall brauchen, weil ich werde dich zerstören. Ich mach ganz klasse. Ich habe mich bewusst dazu entschieden, mit dir FIFA zu spielen. Ach, okay, warum? Ja, weil ich immer die Stärken... Also beide Bayern, ne? Ich gehe immer auf die... Ja, lass uns beide Bayern nehmen, dann haben wir gar nicht diese Diskussion, okay. Von wegen... Du hast die bessere Mannschaft, mhm. Pipapo. Los geht's! Auf ein gutes Spiel. Auf ein gutes Spiel. Ich will dich Beine trainieren sehen. Alter, wie geil das wäre, wenn du Beine trainierst. Oder ich will das nicht, ja. Ich weiß, deswegen konzentriere ich mich gerade. Dein ganzes Image, was du letztes Jahr aufgebaut hast, mache ich kaputt damit. Weißt du, ne? Aber dafür muss ich mich erstmal schlagen. Auf, komm, wir müssen den Rebel schlagen. Schön. Jetzt ist er drin! Ja! Da ist das 1:0! Und du wirst deinen Song machen, wo du über deinen alten Mentor Özil rappen wirst. Aber hast du schön rausgespielt. Schöne Grüße an die Duisburger FIFA. An die Duisburger FIFA Community. In Marxloh und Hamburg. Ich mach Duisburg alle Ehre. Nein. Wie mein Freund sagen würde, El Zuckerli. Wer sagt das? Bubba. El Zuckerli, der Pass war El Zucker. Komm gleich, ich warte, bis du mich aufbaust. Deine Spieler können gleich alle nicht mehr. Ey, yo, was ist das für ein Pass, Alter? Guck mal. Ah, Scheiße. Bruder, was ist das denn, Alter? Elva. Ey, will er mich verarschen? Ja, nicht. Ich will sagen, ehrlich, das war ein Elfer, oder? Ja, Robin. Ich sagte, wir haben uns zu stark gemacht. Hau ab, Alter, warum wächst du schon ein bisschen weiter? Ja, Robin, ist das jetzt ist so ein. Guck mal, ich geb dir den Ball. So bin ich. Jawohl. Das ist ein Spaß. Was denn? Das war doch schon ein Tor! Der Schiri ist so ein Hohler. Der Schiri ist so ein verdammter Pisser. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt sag nicht rot. Komm, das ist das Mindeste hier. Alaba.
Na? Jetzt zittern deine Knie, ne? Deswegen will ich, dass du Beine trainierst. Bitte nicht. Nein! Das ist nicht wahr! Ja! Das ist nicht wahr! Ich bin schon 90 Minuten schon. Und Billo-Tor. Ah, das wäre doch einfach, das wäre doch zu einfach gewesen. Marjo. Das wäre doch. Habt ihr gesehen? Scheiße, ja. Habt ihr gesehen? Von dieser psychologischen Überlegenheit rede ich die ganze Zeit schon. Jetzt habe ich dich am Sack, mein Freund. Jetzt hast du den Salat gewöhnt auf die E. Scheiße, ja. Aber ey, Marjo, sagen wir ehrlich, das wäre doch jetzt zu einfach gewesen, ne? Einfach so ein billiges 2-1 ohne Verlängerung, ohne gar nichts. Oh, das ist verlängert. Ja! Ja! Verdient! War gut? Schlag den Rebel gar kein Problem, Alter. Jawohl! Vorbei! Ich hab noch 8 Minuten. 2 zu 4 in der Verlängerung, ja. 8 Minuten, ich hab dich auf. Bruder, was soll ich, wie soll ich das auch machen, Alter? Schau vor, ich trainiere Beine und dann kommt Fadi wieder mit seinem Baseballschläger oder was hat der. So, Majo, ich bin kein schlechter Verlierer. Majo hat mich geschlagen. Hätte ich 4-2 in der Verlängerung. Hätte ich verloren, hätte ich auch meine Wette eingehalten und hätte. Das mit den Beinen da irgendwie gemacht beim Trainieren, aber jetzt bist du an der Reihe, ja? Jetzt bin ich an der Reihe. Egal, ihr bekommt doch was. So, mein Wetteinsatz, Mati. Ja, gibt's ja. Yeah. Shit. Was ist aus mir nur geworden? Ich habe mal Fußball mit Messuk gespielt. War der Captain im Team mit einer Drecksdisziplin und hab nebenbei Packets in Ghettos verdient. Shit, obwohl ich wusste, dass ich irgendwann mal übertrieben am Start bin, brannte die Sicherung durch und ich habe den Pisser von Chiri geschlagen. 2 Jahre Sperre, ich schreibe jetzt Texte, fing an mit dem Rappen. Zu dieser Zeit ist Mesut von Rot-Weiß nach Schalke gewechselt. Ich chillte mit Homies im Park, Drogen am Start, ich zog an meinem Gras. Und während ich gammelte, unterschrieb parallel Mesut seinen Profivertrag. Alter, irgendwann ist er von Schalke zu Bremen gegangen. Zu dieser Zeit hab ich elendig krank Menschen für'n Handy die Zähne gerammt. Er hatte krass Appetit und stieß somit zu Real Madrid ins Team. Parallel hab ich mein Album Release. Ja, Rach, ich hab gar nichts verdient. Als Mesut nach London gegangen ist und mit seinem Wechsel ein paar von Millionen verdient hat, wurde bei mir aus Grau, Rot, Blau, Braun, Grün, Gelb, Lila. Immer weiter, Gott sei Dank, ich esse jeden Tag Köfte. Hab in Immobilien investiert und paar Läden eröffnet. Ein Rapstar geworden, mein Leben ist Töfte.